Gottesreichen Segen, liebe Katholik, hallo. Nun, was bringt dich in den Himmel? Wie kommst du dahin? Was musst du dazu tun? Ist es der Papst, der dir dabei hilft? Ist es Maria, dein Beichtvater? Ist es eines der Sakramente? Ist es das Ave Maria oder Vater unser beten? Was bringt dich in den Himmel? Sind es deine guten Taten? Was ist es, was dich in den Himmel bringt? Das schauen wir uns gemeinsam an. Und ich bitte dich, aufmerksam zuzuhören, lieber Katholik. Und bei jedweder Frage, Kommentarfeld ist offen. Und alles Weitere findest du in der Videobeschreibung. Aber höre zuerst bitte aufmerksam zu, was ich dir hier vorlese. Und achte auch auf die Bilder, die du da sehen kannst und auch selbst auch nachlesen kannst. Amen. Wir hätten gerade abbiegen müssen. Idiot. Halt die Klappe, Heidi. Wie kannst du es wagen, mir den Mund zu verbieten? Ich lass mich von dir nicht bevormunden, Heinz. Fang bloß nicht wieder damit an. Dich zu heiraten war der größte Fehler meines Lebens, du chauvinistisches Schwein. Sei jetzt still, dass ich denken kann. Heinz, pass auf. Was hat er gesagt? Dass wir einen Priester holen sollen. Das ist der Verunfallte da drauf. 40 Minuten später. Hat er noch die Beichte ablegen können? Gott sei Dank, ja. In einer Stunde wird es vorbei sein. Durch die letzte Ölung wird es Kurt jetzt doch sicher gut gehen, Vater. Ja, ich habe alle seine Sünden vergeben. Kurt Müller war eines der frommsten Glieder unserer Gemeinde. Der Gute hatte sogar eine Audienz beim Papst. Ein schrecklicher Verlust. Du wirst jetzt den Herrn sehen, Kurt. Ich hoffe, dass ich gut genug gewesen bin. Das war dein Fehler. Huch, sollte ich etwa Ärger kriegen? Sein ganzes Leben lang diente Kurt Müller unserer heiligen Mutterkirche. Unser lieber Kurt wird sich des himmlischen Segens erfreuen, wenn er dank aller Gebete und Messen, die für ihn gesprochen wurden, das Fegefeuer wieder verlassen kann. Trotzdem stand Kurts Name nicht im Buch des Lebens. Deshalb hörte er: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Nein, halt, das kann nicht sein, das ist ungerecht. Bitte, Herr, was ist mit all den guten Dingen, die ich getan habe? Sprich, Kurt, ich höre. Ich habe immer gelebt, um Gutes zu tun. Mein Wort sagt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Aber ich habe doch zur gesegneten Jungfrau gebetet, genau wie der Papst. Das ist Götzendienst, Kurt, und kein Götzendiener kann in den Himmel kommen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. 2. Mose Kapitel 20, Vers 5. Auch nachzulesen in 1. Korintherbrief Kapitel 6, Vers 9 bis 10. Auch nachzulesen bei 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5. Achte auf das Bild, da kannst du nachlesen, lieber Katholik. Oh Herr, und was ist damit, dass ich
als Messdiener zweimal pro Woche an der Messe teilgenommen habe. Kurt, wo findest du die Messe in der Schrift? Die gibt es nicht. Aber Herr, die Messe ist doch die unblutige Fortsetzung des Opfers von Golgatha. Das ist Lüge. Das Opfer war beendet, als ich rief, es ist vollbracht. Das sind die letzten Worte des Herrn Jesus Christus am Kreuz, für alle Menschen gültig auf dem ganzen Erdkreis. Sie können zum Herrn kommen, allesamt auf dem Erdkreis, und dies annehmen, was am Kreuz für sie vollbracht wurde. Dass der Herr Jesus Christus für die Ungerechten am Kreuze war, der Gerechte für die Ungerechten. Dass sie durch den Glauben errettet werden. Durch den Glauben wirst du selig, lieber Katholik, nicht durch Werke. Es steht bei Hebräer 10, Vers 12, dieser aber hat ein Opfer dargebracht für alle Sünden und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Aber hat mich die Taufe denn nicht von der Ursünde befreit, Herr? Nein, Kurt, nur das Blut, das ich auf Golgatha vergossen habe, kann von Sünden befreien. Und das Blut Jesus, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7, nachzulesen. Aber ich dachte, ich wäre durch die Taufe als Baby schon ein Christ geworden. Ich habe das nie gesagt. Du hättest lieber meinem Wort als deinem Katechismus geglaubt. In Apostelgeschichte 2, Vers 41 kannst du das nachlesen. Keuch, also war das auch gelogen. Aber ich habe meine Sünden Vater Meissner gebeichtet und er hat mir vergeben. Das konnte er gar nicht, Kurt. Kein Mensch hat die Macht, Sünden zu vergeben. Ich bin der Einzige, der Sünden vergeben kann. Lies 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Bei Markus 2, Vers 7 nachzulesen. Dann sind Millionen von Katholiken betrogen worden. Gott, das ist ja furchtbar. Warum hast du mich nicht gewarnt? Das tat ich. Einer meiner Diener, der Katholiken liebt, gab dir ein Traktat, das dich vor der falschen Religion warnen sollte. Ich wollte dich wissen lassen, dass deine Sünden vergeben werden können und dass du Gewissheit haben kannst, gerettet zu sein. Wie können sie es wagen, mit diesen Hassschriften meine Kirche anzugreifen? Aber das ist Gottes Wort. Quatsch, ich glaube meinem Pastor, nicht diesen Schund. Dieses Traktat hätte dir verkündet, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Nach 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13. Rom nennt dies eine Vermessenheit, weil sie wollen, dass sie weiterhin der Kirche dienen und darauf vertrauen, dass die Kirche sie retten kann. Und in keinem anderen, also außer Jesus, ist das Heil und ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Ich war fassungslos, Herr, dass dieses Traktat die einzig wahre Kirche angriff. Liebst du die katholische Kirche nicht? Wie könnte ich, Kurt? Wegen ihrer falschen Lehren musst du jetzt in den Feuersee. Deshalb rief ich allen Katholiken in meinem Wort zu, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfanget von ihren Plagen. Kannst nachlesen bei Offenbarung 18, Vers 4. Ich will nicht in der Hölle schmoren. Kann ich jetzt noch Jesus annehmen und die katholische Institution verlassen? Nein, für dich ist es jetzt zu spät, Kurt. Das können nur die tun, die noch leben.
Ja, Kurt erntet jetzt die Belohnungen dafür, dass er immer treu der einzig wahren Kirche gedient hat. Und ich bin sicher, dass er gar nicht abwarten kann, bis wir ihm endlich nachfolgen. Ende nicht wie Kurt, lieber Katholik. Vertrau nur darauf, dass Christus dich erlöst. Herr Jesus, vergib mir bitte, dass ich einer Religion vertraut habe und nicht dir. Ich nehme dich als Erlöser und dein Geschenk des ewigen Lebens an. Lieber Katholik, dir ist es gegeben, zum Herrn Jesus Christus zu kommen. Das ist ein Angebot, das du nicht abschlagen solltest. Dich wird weder rettender Papst, noch irgendein Priester, noch dein Beichtvater, noch Ave Maria, noch Vater Unser, noch irgendeine Pilgerreise, noch irgendein Jakobsweg oder zu Medjugorje oder sonst irgendein Weg zu Lourdes oder andere Wege, die du erklimmen möchtest. Du kannst nichts abarbeiten, nichts hinzugewinnen durch deine eigenen Taten und guten Werke. Die sind vor Gott ungültig und unnütz. Du bist schuldig vor Gott, du bist im Götzendienst. Du verehrst Menschen und Personen, anstatt zum Herrn Jesus Christus zu kommen. Er hat ein einziges, vollkommenes Werk getan für allesamt, auch für dich, liebe Katholik. Du bist genauso weit wie ein Moslem oder ein Satanist, was etwa in dasselbe ist. Kein einziger von denen dient oder gehört dem einzig wahren und lebendigen Gott, der für uns in die Welt kam und ans Kreuz ging. Ja, für dich und für mich. Ich bin ein Kind Gottes. Du aber noch nicht. Ich hoffe, dass du diese Botschaft sehr ernst nimmst und zu einem Kind Gottes wirst, durch den Glauben allein. Tue Buße, kehre um zum Herrn Jesus Christus. Amen.